Wenn es um kraftige Biere bei deutschen Airlines geht, dann muss man wohl als Airline nach Berlin schauen. Das hat die Condor auch gemacht. Welche Brauerei sie da gefunden hat und welches Bier rausgekommen ist, darüber reden wir in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und heute mit mir ein ganz besonderes Bier genießt, denn Urlaubsstimmung, ich glaube, mehr geht jetzt gar nicht. Und zwar handelt es sich um ein Bier, das die deutsche Condor zusammen mit Brewdog gebraut hat, und herausgekommen ist das Ferienlager. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da haben sie wieder mal marketingtechnisch und beim Namen alles gegeben. Finde ich eine richtig witzige Idee, das Ferienlager. Damit ist auch schon mal alles geklärt. Ein Bier, das für die Ferien gebraut ist, und natürlich soll es dann auch ein Lagerbier sein. Aber ich glaube, der Inhalt, der hat es dann auch schon in sich und vor allen Dingen auch die Optik dieser Dose. Mein Brewdog hat ja da ein sehr farbenfrohes Design vor ein paar Jahren gestartet. Und das hat auch die Condor jetzt gemacht mit diesem, man sagt ja, dieses Ringelsockendesign. Und gibt es in allen möglichen Farben, aber auch in diesem Orange. Und da sind die Flieger ja angestrichen. Und gibt es in Blau, Grün, Rot und eben auch in diesem Orange und oder Orange-Gelb, weiß nicht, was das genau ist. Aber und das hat offensichtlich jetzt auf dieser Dose Einzug gehalten, finde ich, passt hervorragend. Und das ist natürlich jetzt ein Bier, was in den Ferienfliegern der Condor ausgeschenkt wird. Und es ist ein Lagerbier, also es muss ja Onkel Erwin und dem 16-jährigen Justin, dem muss das ja auch passen. Und da muss man natürlich Kompromisse schließen. Und das kann jetzt kein super freakiges IPA sein, könnte es natürlich sein, wäre natürlich mein Favorit gewesen, aber es hat ja vor ein paar Jahren Berlo mit Air Berlin mit dem Pale Ale gemacht und das ist schon ganz gut angekommen. Aber jetzt hat man hier ein Lagerbier gebraut, aber man hat da auch Dinge reingetan, die, glaube ich, so in diese Pale Ale-Richtung gehen werden, obwohl es natürlich ein Lagerbier ist. Aber es sind Hopfensorten wie Simcoe, Saphir, Hüll Melon und Cascade, die jetzt nicht so standardmäßig im Lager sind. Es ist Carapilz-Malz reingekommen, es ist Pilsener-Malz und Sauermalz reingekommen und dann natürlich Hopfen und Hefe. Und herausgekommen ist, wie gesagt, ein Bier mit 5,0 Volumenprozent Alkohol. Und mehr Angaben sind dann hier auch auf der Dose nicht zu finden. Es ist ein naturtrübes Helles, so steht es hier geschrieben. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Hier übrigens auch nochmal der Hinweis, wer da der Partner war. Wobei, ich glaube, die waren jetzt eher Projektpartner. Da stand wahrscheinlich nicht der Captain Johnny mit am Braukessel. Aber, wie gesagt, eine super Idee. Und ich glaube, das wird auch zur Akzeptanz von Craft Beer definitiv beitragen. So, wie fangen denn unsere Ferien jetzt hier an? Zumindest strahlt mal die Sonne hier aus dem Glas eine schöne, kräftige, leicht getrübte, gelb-goldene Farbe ein. 2,5 Fingerbreiter weißer Schaum mit schöner Intensität. Ich weiß auch gar nicht, es ist leider auch nichts dazu gesagt worden, ob dieses Bier jetzt für den Trinkgenuss in großer Höhe gebraut worden ist oder ob es auch am Boden schmecken soll. Ich kann es leider nur hier am Boden probieren und ich habe auch keinen Kondorflug geplant, aber das hätte mich jetzt nochmal interessiert. Aber super, super grasig, floral und eine kräftige Mandarinen-Zitrusnote. Boah, also das überrascht mich jetzt ehrlich. Das ist super. Ja, dann sehr zum Wohl. Cheers. Boah. Freunde, das ist mal, wenn es dann schon Lagerbier sein muss, soll, darf, so stelle ich mir das dann vor. Ja? Also das ist auf der einen Seite richtig schön knackig, frisch, floral, kommt mit einer moderaten Bittere daher, passt schon, aber richtig schön vollmundig und mega süffig. Das ist so ein richtig schönes Strandfeeling-Bier. Schöne, kräftige Zitrusnoten. Es hat so ein bisschen helles Malz mit dabei. So eine ganz leichte tropische Note im Hintergrund. Super balanciert und eine super moderate Süße. Und gerade eben diese Mandarinen-Zitrusnoten machen dieses Bier einfach super, super frisch. Schöner, schlanker bis durchaus mittlerer Körper. Eine schöne, mittlere, spritzige Kohlensäure, glatte Textur. Also allein von der Kohlensäure her würde ich ja schon fast vermuten, dass es jetzt kein speziell für die Airline gebrautes Bier ist, weil
oben ja dann der Druck ein bisschen weggeht, dann wird es ja richtig loslegen. Und das war jetzt hier schon ja keine so schlechte Schaumkrone. Das will man dann ja vielleicht im Flieger dann nicht unbedingt noch haben. Aber vielleicht habe ich jetzt auch eine Dose erwischt, die ein bisschen mehr stärker karbonisiert ist. Ja, eine schöne Bittere, die sich so langsam im Nachtrunk aufbaut, wird ein bisschen trockener. Bittere nimmt leicht zu, wenig herb und es bleibt diese Zitrusfruchtigkeit. Richtig schönes Ferienbier und deshalb der Name, keine falsche Versprechung, das Ferienlager von BrewDog und Condor. Das gibt's ab Mai jetzt in den Ferienfliegern der Condor und von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Ferienlager aus dem Hause BrewDog und in Kollaboration mit Condor. Dann soll es das für mich heute gewesen sein. Wenn ihr dieses Bier schon mal an Bord einer Condor-Maschine getrunken habt, dann schreibt mir mal, wie es an Bord schmeckt, beziehungsweise in großer Höhe. Könnt ihr alles da unten tun. Auch nicht vergessen, Abo nachzulösen, wenn ihr noch keins habt. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Bierverkostung. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.